Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Taste Caps Lock, die befindet sich über der Shift-Taste und wir kennen sie alle, wir hassen sie alle, wir wollen sie alle nicht mehr haben. Und wir kennen das doch, wir schreiben gerade, dies ist ein Text, die übliche Situation und ups, und dann fängt man eine neue Zeile an und möchte groß schreiben und dann schreibt man aus Versehen, dies ist ein Text. Und da kommt sowas raus und dann müsste man ein paar Zahlen hinschreiben und hat es immer noch nicht bemerkt, weil man die ganze Zeit auf die Tastatur guckt, weil man Lappen ist und nicht blind schreiben kann. Und ja, dann hat man sowas stehen. Ist natürlich eine blöde Sache. Im Grunde alles imitiert, die Zahlen sind komplett kaputt. Also ich sag mal kaputt, ja. Mag keiner und man kann Caps Lock tatsächlich ausmachen. Und zwar muss man dafür in der Registry was ändern und damit ihr das nicht manuell machen müsst, habe ich das hier mal kurz hier geschrieben. Beziehungsweise. Ich sag mal nicht kopiert, sondern bei Sempervideo gesehen und dann selber gemacht. Hier, die beiden Dateien sind selber gemacht, ist ja kein Problem. Und zwar, ja, haben wir einmal diese Datei hier, die sorgt dafür, dass die Caps Lock, die Caps Lock Taste ausgeschaltet wird. Da wird nämlich unter diesem Pfad hier, HK Local Machine, das heißt, es gilt schon mal systemweit und nicht nur für den eigenen Account. System Current Control Set Control Keyboard Layout. Ohne S am Ende, also Keyboard Layout ohne S. Und da wird ein neuer Hexadecimalcode gemacht, der heißt Scan Code Map und da wird dieser Wert hier eingetragen. Und schon gibt es die Caps Lock Taste nicht mehr. Und genauso gibt es halt noch einen Caps Lock On. Also erstmal führen wir das mal aus. Möchten Sie es wirklich tun? Ja, ich habe keine Angst davor. So, und dann gibt es natürlich hier noch die andere, also um das wieder wegzumachen, um die Taste wieder einzuschalten. Und das, ihr seht hier gleich Minus, das heißt, dieser Wert wird einfach entfernt. So einfach ist das. Wir sehen auch schon hier, ist hat sich der Code alleine eingetragen, dafür gibt es das ja. Und wie ihr sehen könnt, beziehungsweise wie ihr nicht sehen könnt, sondern ja, wie ihr mir einfach glauben müsst, meine Caps Lock Taste funktioniert immer noch. Dafür müsst ihr euch abmelden, also hier abmelden und wieder anmelden, damit ihr. Ja, damit die Registry hier neu ausgelesen wird und damit das hier bemerkt wird, weil die Registry wird immer am Anfang, sobald der PC gestartet wird, gelesen. Das heißt, ihr könnt auch den PC neu starten oder einfach abmelden, anmelden, dann wird das übernommen. Und das war's mit Caps Lock Taste, dann habt ihr sie nicht mehr. Sie hat keine Funktion mehr. Ja, so einfach ist das. Die beiden Dateien finden sich in der Description. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Tschüss, Leute.